Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Kinder. Ich habe ja in einem der letzten Videos Blackout, wie habe ich mich vorbereitet, eigentlich gesagt, dass ich eine große Kiste habe. Das ist quasi meine Notfallkiste mit nur Vorräte für ungefähr für eine Person für 20 Tage oder bei zwei Personen für 10 Tage. Und was da drin ist, das stelle ich euch jetzt vor. Und wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Also wie gerade gesagt, habe ich hier in diesem Paket einen Vorrat für 20 Tage für eine Person oder für zwei Personen für 10 Tage drinnen. In Fertigprodukten, also Sachen, die aus dem EPA kämen, die also quasi die nächsten 20 Jahre haltbar sind. Und das ist einfach mein Paket, das ist irgendwo hinten in der Ecke und das kann ich im Notfall jederzeit hervornehmen und durch das, dass eine Kiste ist, auch mitnehmen. Und jetzt zeige ich euch, was da alles drin ist. Also wir beginnen mal, was da drin ist. Das sind also von der Firma Bus. Gibt es in alle möglichen Varianten, habe ich hier natürlich aber so quasi jeweils einen Tag einmal Mittagessen dabei. Hier eine ganze Litanei. Also hier Putenmedaillons, Chivapchichi, in verschiedensten Sorten, wie es es halt gibt. Natürlich beliebt, sehr beliebter Hamburger. Und mein Liebling ist der Jägertopf des Ganzen. Der schmeckt am besten. So, wie habe ich denn da eigentlich? So. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich habe schon mal 15 von diesen Gerichten, die man halt aus dem EPA kennt. Der Vorteil an das ist, wenn man die rausnimmt, aus dem Ganzen ihr seht, da ist hier quasi so eine Alufolie außenrum. Das kann man also direkt aufs Feuerling warm machen, fertig. Brauche ich kein Wasser dazu, gar nichts. Das ist also super, das heißt, hier reicht mir ein Ofen komplett aus, ein Hobokocher, sonst irgendetwas, ein Esbitkocher und ich kann die Dinger machen und brauche kein Wasser, kein nichts. Also es waren 16, ich habe sogar noch eins gefunden. Was ich dann noch dazu habe für den Mittagessen, sind halt quasi diese Travel Lunch, diese für draußen, die man hernehmen kann. Da braucht man relativ wenig Wasser und kann also dort nur heißes Wasser rein, lasst die 10 Minuten ziehen, Thema erledigt. Geht also relativ easy, wie man hier schon sieht, dauert ungefähr 10 Minuten und dann hat man hier Essen. Hier habe ich quasi auch nochmal eins. Pasta Bolognese habe ich hier mehrere. Wieder Jägertopf, den habe ich relativ früh genommen, Nudeln mit Rundfleisch. Hier habe ich also nur mal 6 Stück, das war so ein Package, was es bei denen gibt. Und damit habe ich quasi meine Mittagessen komplett abgedeckt, weil ich habe jetzt quasi insgesamt 22 Mittagessen. So, was ich dann noch dabei habe, das sind diese Brote, die hier quasi in Dosen einverschweißt haben. Die halten sich auch ewigst. Und das ist jetzt zum Beispiel Sonnenblumenbrot. Da habe ich verschiedene genommen. Und davon habe ich auch nochmal 10, 12 Stück, glaube ich, dabei bei dem Ganzen. Und habe natürlich als Brotersatz, wie sollte es anders sein, die beliebten Panzerkekse, Panzerplatten genannt. Die halten sich ewig, ich habe da also schon mal welche gegessen, die haben 25 Jahre gewesen, ohne Probleme, kein Problem. Die brennen sogar noch, das heißt, ich habe gleichzeitig Anzünder mit dabei, weil bei der Bundeswehr muss ich alles am doppelten Zweck haben. Also hier haben wir auch das Thema Brot zum Frühstück, zum Abendessen. Gibt es bei mir jeweils einmal Brot und einmal ME-Pass. Und fertig. So, Brot habe ich ja gesagt, also ich habe hier 12 mal Dosenbrot dabei gehabt und 20 mal Panzerkekse. Das ist also für Frühstück und für Abendessen jeweils gedacht. Und was ich dann dazu habe zum Frühstück, kann quasi hier, hier ist auch nochmal, was ist hier? Jagdwurst habe ich hier sogar noch mal mit dabei zum Abendessen. Und hier habe ich quasi für jeden Tag zum Frühstück zweimal Marmelade. Warum? Weil sie die auch ewig halt, auch wenn hier Haltbarkeitsdatum drum steht und die Dinger eigentlich schon abgelaufen waren, die kann man ewig weiter essen. Also 5 Jahre halten die Dinger mindestens noch und dann werden sie wieder ausgetauscht. Zum Abendessen habe ich dann dabei solche Sachen. Da gibt es verschiedene Marken. Momentan haben sie es von der Marke Quint. Schinkenfleisch, feine Leberwurst. Kräuterleberwurst, feine Leberwurst. Gibt es immerhin so schöne Viererpacks bei der Firma.
sieht man, da habe ich also hier mal 50 in die 4er Packs, also 20 Stück mit dabei. Das ist dann schon mal ein Teil vom Abendessen quasi. Gibt es halt auf Nacht immer so Leberwurst und sowas in die Richtung. Ein Teil fehlt hier schon, habe ich gerade festgestellt. Den habe ich nämlich anderweitig schon verbraucht. Muss ich noch auffüllen. Aber das liegt daheim, das Zeug. Was ich auch noch dazu habe, ist für jeden Tag eine Schokolade. Diese Panzerschokolade hält sich 28 Jahre ohne Probleme. Und was ich dann noch dabei habe, ist hier quasi so ein paar Erfrischungsgetränke. Kennt man von der Bundeswehr, das Zistropic. Hier kann man sich einige Liter Wasser mit dem Mittel voll machen. Und schon habe ich eigentlich alles dabei. Frühstück, Abendessen, Mittagessen, zum Abendessen habe ich quasi, deswegen habe ich hier mehrere. Gibt es ab und zu mal sowas dann, gibt es halt zwei solche Packungen. Also es wird nicht lecker werden, aber ich werde damit überleben. Und das geht's. Was natürlich auch dazu kommt, was es leider in Zukunft nicht mehr geben wird, das ist die Erbswurst von Knoll. Warum mit einer solchen, Wurst ist es ja keine, da haben ja Tabletten drin, da haben jeweils 6 Tabletten drin, das heißt, ich kann mir aus einem Röllchen 6-mal Suppe machen. Also habe ich hier 18-mal Suppe dabei. Sehr nahrhaft, sehr wohlschmeckend, wenn man da noch ein bisschen was reintut, wie Schinken oder sowas, ein super lecker Snack. Von der Wurst haben sich deutsche Soldaten im 1860er Krieg 6 Wochen lang ernährt, nur ausschließlich von dieser Wurst und Brot und haben das überlebt. Also das ist wirklich die Survival-Nahrung, vor allem die ist recht billig, da kostet eine unter 2 Euro. Kann ich also nur empfehlen. Gehört natürlich auch mit dazu, um zum Beispiel das Abendessen dann nochmal ein bisschen aufzupeppen. Hier habe ich dann auch noch die restlichen, was ich noch gesagt habe, Leberwurste etc. haben dort noch mit drin. Hier noch ein paar Tabletten aus die E-Pass raus, einige Marmeladen dazu. Und damit habe ich meinen 20-Tages-Vorrat oder 10 Tage für 2 Personen-Vorrat locker beieinander. Sogar ein bisschen mehr. Also wenn man streckt, geht vielleicht sogar noch ein bisschen länger was. Wie ihr seht, habe ich das alles wunderbar in einem Päckchen drin, kann das so mitnehmen, kann es noch fast in den Rucksack rein da, aber einfach ins Auto rein und ich bin weg damit. Oder ich habe es einfach irgendwo im Eck, das nimmt nicht viel Platz weg. Und schon haben 10 Tage für 2 Personen gesichert. Außerhalb meines Päckchens, das wie gesagt, das jetzt so mein Vorrat ist, habe ich natürlich auch noch viele andere Sachen. Relativ günstig haben zum Beispiel diese Uncle Ben's. Die halten sich auch teilweise bis zu 1,5 Jahre. Die kann man auch zwischendrin einfach mal essen. Kosten unter 2 Euro. Haben wahnsinnig viel Kalorien und kann man auch mit sehr wenig Wasser machen, mit sehr wenig Hitze. Dazu gibt es von mir ein Video, das verlinke ich euch oben, unten, wie auch immer. Und was ich hier auch noch habe zum Beispiel, auf was ich nicht gern verzichte, ich mache mir gern zum Frühstück mein Müsli auch. Also habe ich mir hier so Vollmilchpulver geholt. Das sind also 2,5 Liter, das reicht für ungefähr 10 Müslis locker aus. Eher sogar vielleicht 12, 13. Und ist aber nicht ganz billig. Ich glaube, das hat jetzt 4 oder 5 Euro gekostet. Aber ich habe es mal getestet, schmeckt tatsächlich schon nach Milch. Also kann man durchaus essen. Das ist also durchaus empfehlenswert. Und so gibt es eben viele Sachen, wie zum Beispiel auch sowas gibt es wunderbar. Man sieht, das hält sich über ein Jahr, das sind also 2 Knäckebrote einfach verschweißt und das sind so Sachen, ich muss also nicht unbedingt zur Firma FedEx gehen und mir EPA bestellen. Ich kann mir das auch wunderbar in jedem Supermarkt, kann ich mir da selber so ein paar Dosen etc. holen, alles was lange hält. Vorteil an dem EPA-Zeug ist halt, es hält halt wirklich 20 Jahre. So, jetzt habe ich euch ja meine große Kiste gezeigt. Ich habe gesehen, was ich da drin habe, die Vorteil an so einer großen Kiste, die so zusammen ist, ist einfach, die kann man ins Auto reinschmeißen, die kann man aufs Motorrad hinten aufmachen, die kann man notfalls einen Rucksack mit rein da und mitnehmen. Aber ich habe hier ganz kompakt irgendwo in der Ecke, das hält die nächsten 10, 15 Jahre locker aus, habe ich das da. Ich werde euch den Link von FedEx Dauerwaren nach unten rein da, aber wie gesagt, das gibt es auch in normale Geschäfte zu kaufen, teilweise auch billiger. Also ihr müsst es nicht unbedingt da kaufen. Ich habe auch nichts davon, ist auch kein Werbevideo. Ich habe es nur bei denen gekauft, weil mir das einfach ganz gut gefallen hat. Und wie gesagt, ich müsst halt immer denken, Frühstück, Mittag, Abendessen. Was brauche ich da dafür? Was schmeckt mir? Weil was hilft es mir, wenn ich heute NRG5 Nahrung habe? Ja, die hängt mir nach einem Tag zum Hals raus. Also das ist für mich ein Zusatz noch dazu, aber ist jetzt für mich keine Notnahrung auf Dauer, weil ich die einfach nicht so gern mag. Ist halt einfach so. So, das war's wieder von mir. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ansonsten vergesst ihr meinen Kanal zu abonnieren, gibt noch mehr Videos in die Richtung. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Ciao, euer Stefan von Outdoor Chiemgau.